jetzt liegen gelassen, aber wenn ein Härchen ein Stöckchen anfasst, dann ist das Stöckchen interessant und dann muss sie es haben, egal wie groß es ist. Moin ihr Lieben, ich bin ja absolut voll und ganz gegen Gruppenzwang, aber wenn ihr alle dafür seid, dann schließe ich mich halt an. Ja, ist heute gekommen, werde ich nachher beim Spazierengehen noch ausprobieren und dann auch das ein oder andere Ergebnis gleich hier in dem Vlog als Intro verwenden. Ansonsten ist der heutige Tag eigentlich eher Kacke. Und zwar, ich habe gerade eben auf Twitter gesehen, die EU-Parlamentsabstimmung war ja heute bezüglich Artikel 13 und ist natürlich durchgewunken worden. Ja, CDU. Was soll ich sagen? Ich meine, ich habe auch ein Video verlinkt auf Twitter. Nicht nur, dass sie es durchgewunken haben und dass keine weiteren Änderungen akzeptiert werden würden. Nein. Sie sind auch noch total ekelhafte Gewinner. Ja, es ist ja schon nervig, wenn ein schlechter Verlierer irgendwie am Start ist, aber ein schlechter Gewinner, finde ich, ist noch mal so richtig abartig eklig. Tragischste. Das Tragischste an diesem Vorgang ist... Madam, I'm delighted you're all wide awake this morning, but please allow Madam Raeder to continue speaking, and that's from both sides of the house. Madam Raeder. Die Julia Raeder hat versucht, eine Rede zu halten, und da haben sie dann reingebuht und sich halt einfach furchtbar aufgeführt. Ah, zum Kotzen. Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben. Excuse me, Madam Raeder. Madam Raeder is... Herr Brock, bitte. Please, Madam Raeder has the floor. Respect the speaker who has the floor. Madam Raeder, please continue. Thank you. Niemand in der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen, nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte, denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gaspipeline. Aufhören mit der Schimpferei da. Und was ich jetzt noch schnell erledige unten ist, ich habe einen Topcase bestellt und da schauen wir mal schnell runter zum Moped. So, ein bisschen bohren, ein bisschen schrauben, schon hat man mehr Platz. In München ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich immer dazu verdammt bin, dass ich den Helm mitnehme. Das hatte ich bei der Suzuki nicht, weil die hinten so einen Topcase hatte. Die April hat nur die Seitenkoffer. Also hatte nicht mal die. Die habe ich halt einfach mal dazu gekauft, da die cool aussehen und Stauraum ist immer gut. Aber in die passt kein Helm rein. Und auch irgendwie so ein Regenkombi oder so mitnehmen, das ist alles immer relativ schnell voll. Jetzt habe ich online geguckt, so ein Topcase ist echt nicht teuer. Also ich habe jetzt ja eins bei eBay gekauft für 25 Euro. Mir gerade bei der Cornelia die Bohrmaschine zurückgeholt und siehe da, schon hat die Pegaso ganz gemütlich einen riesen Stauraum extra. Da ist jetzt unten am Gepäckträger ist eine Platte montiert. Auf die Platte wird mit dieser Schraube das Topcase festgeschraubt von innen. Das heißt, solange es zugesperrt ist, kann es auch keiner rausnehmen oder abnehmen. Jo, wasserdicht ist es auch, was hier schön überlappt. Das sollte ganz gut klappen. Und hatte ein bisschen Sorge, dass es extrem wuchtig aussieht. Ist relativ groß, passen zwei Helme rein angeblich. Kann man mal ganz kurz testen. Ja doch, ich glaube, könnten locker zwei reinpassen. Eigentlich eine sehr coole Sache. Ne, wunderbar. War extrem schnell montiert. Ich glaube, ich habe jetzt keine 15 Minuten gebraucht. Und der Preis, 25 Euro, finde ich, ist Hammer. Da kann keiner jammern, keiner meckern. Ja, aufsteigen ist jetzt nicht mehr ganz so leicht wie vorher, aber auch das werde ich noch irgendwie hinbekommen. Schauen wir mal. So, jetzt packe ich noch schnell das Werkzeug weg und dann jetzt rauf. Ich möchte noch ein bisschen was programmieren heute. So, Arbeit ist für heute erledigt. Ansonsten ist nicht mehr viel Spektakuläres passiert. Muss aber sagen, dass mich nach wie vor das Ganze immer noch furchtbar aufregt. Also, jetzt nicht klar, ich freue mich nicht, dass Artikel 13 durchgewunken wurde, sondern das ärgert mich eh schon. Aber die Art und Weise und diese Geschichte mit dem FAZ-Artikel bezüglich der Nordgas-Pipeline. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie steht ihr dazu? Habt ihr da auch was von gehört? Glaubt ihr, dass da eine Verbindung ist? Schreibt es in die Kommentare. Ciao.